fickt mein Arsch! Ich schwöre, ich krieg die scheiß Karre nicht an. Ich raste die hier komplett aus, Alter. Ja, die Karre ist tot. Was hast du jetzt gemacht? Gas gedrückt. Muss ich Gas drücken, um gar... Meine ich ja, manchmal gibt es irgendwelche Sachen, dass du nur im ersten Gang starten kannst. Fick mein Kinder! Nee, hier, Automatikopfer. Alle nochmal applaudieren. Super. Skoda, Mann! Wahnsinn. Salute. Wir geben wieder Gas. Also los geht's. Auf zu Top Tier Takeover, früher Rapper Mittwoch. Die Bühne, auf der Finch asozial zum gefeierten Rapper wurde. Aber auch die Bühne, die zu klein für ihn geworden ist. Aber dazu später mehr. Ja, das war alles Baustelle. Rewe war noch nicht mal offen, wo wir das letzte Mal hier aufgetreten sind. Lange nicht mehr hier gewesen, wa? Alter, fick doch mein Arschloch. Nein, nicht schon wieder. Ey, darf hier eh nicht rüber. Scheiße, das sind aber alle Rewe-Parkplätze, oder? Ich glaube, ich muss jetzt immer noch mal einen Parkschein ziehen. Geh doch noch mal im Rewe fragen, ob du hier parken willst. Mann, ey, ich bin noch nicht fertig, du dumme Nutte. Sicherlich doch noch mal ab. Was hältst du davon, wenn du einfach mal deine kleine Schnauze hältst? Und ich dir einen blase. Das ist nicht mein Job. Oh ja, klar, ich fick dir, ey, ich blase den Schwanz. Wie bitte, wir müssen von vorne rennen, ja? Ja, aber... Ich bin Finch, ich bin Rapstar, ich muss jetzt vorne rein. Scheiße, da kommen wieder Fans und erkennen mich. Ja, ist gar kein Bastard, Problem für mich. Alter, ich bin voll halt, abgehoben, Alter. Yo, ist seit Jahren ohne nicht. Scheiß, alle Hater, ihr habt recht richtiger Bastard, Alter. Ich habe ihn jetzt 5 Stunden kennengelernt, es reicht. Ist Berlin, es ist Alter. Alles Fake, es ist alles Konzept, es ist nur Kunstfigur. Sorry, Digga. Küsst euch doch, Alter, wenn ihr schon so nah aneinander lauft. Wir sind keine Gangster, wir sind Säufer mit Herz. Vorwärts, immer, rückwärts. Wir kennen keine Grenzen, egal was jeder sagt. Zurück bei alten Weggefährten, Battle-Gegnern und Freunden. Nils aka Finch Asozial kommt vorbei und sein Ruf eilt ihm voraus. Abfahrt! Ich hab noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Ey, tanz mal bitte nochmal so. Ey, ich kann nicht so tanzen. Abfahrt! Ich hab nur an Blümchen gedacht, Alter. Hier ist die 100, da denkst du nur an Blümchen. Und Scooter, also Scooter so ein bisschen die Ecke. Wer hat die Idee gehabt, Digga? Wer hat die scheiß Idee gehabt? Wer hat die Idee gehabt? Na, mit, ich hab mit Dasmo gesagt, dass wir auf jeden Fall so einen Happy Hardcore Song machen wollen. Er hat gesagt, ich will, wie bei Nessaya von Scooter, diese Stimme, wollte ich diese epische Stimme und ja. Aber draußen laufen die Battles. Und auch wenn diese Zeit vorbei ist, hat man da wirklich keinen Bock mehr drauf? Aber wenn du jetzt so gleich die Cypher siehst und die Battle siehst, juckt sich dann nicht und du denkst so, Alter? Ja, manchmal schon, klar. Dass die Lines kommen, du hat denkst, ey, den... Entschuldigung. Bei den letzten Battles, oder musste mich Gian dann immer zurückhalten, wenn ich schon leicht getrunken hatte und dann einfach gesagt habe, und die schon gesagt haben, wir haben wenig Künstler hier und es gibt wenig Leute, die battlen. Und da rufen deine Fans von unten los, Mensch, komm, komm, komm. Ja, dann denkst du so, Alter, das ist dieser Sportler, dieser Geist, dieser Kampfwille. Ja, du willst eigentlich jetzt Hasbock, aber warum kommt ein Kapital nicht mehr zurück? Warum kommt ein Karate Andi nicht mehr zu Rapper Mittwoch? Nicht, weil sie keinen Bock haben auf Battlen, das sind Rapper. Aber die haben immer viel zu riskieren. Die Jungs sind hungrig, die sind da draußen, da sind frische Typen, die sagen, jetzt habe ich die Möglichkeit, weil wenn ich Finch battle, und den schlage, gegen Bayern, das wird, das genau, deswegen hat Bayern das in der ersten Pokalrunde schwierig. Finch, FC Bayern asozial, weiß, wovon er redet. Okay, gut, mich an, ich schlag gut, dich gut, gut, okay, okay. In seinem letzten Battle mit kurzer Zündschnur gegen einen viel unbekannteren Gegner hat er ordentlich einstecken müssen, weil mit wachsender Bekanntheit auch die Angriffsfläche steigt. Aber das da ist kein Vertreter der Arbeiterklasse. Nee, Mann, hier riecht's immatrikuliert. Ey, Leute, dein der Finchi, der studiert. Keine neuen Informationen, du Bastard. Gibt's nach 3 Bier um, Alter. Ey, und außerdem bist du ein Student, du bist gar nicht echt. Ja, und Studium hast du auch fertig, wa? Im Sommer abgeschlossen, ja. Elektrotechnik. Ein Technikerstudium, aber. Ach, nee, ist ein Techniker. Ah, okay. Techniker, also musst du ja Berufserfahrung mitbringen, dann kannst du das ja. Viele sagen, es ist kein richtiges Studium, ja, das aber. Studierst ja irgendwie schon so ein bisschen. Und das war auch die Zeit, da hatte ich noch das eine Battle geschrieben, Alter. Ich habe ein Battle geschrieben, so, das war das Clap-Battle, habe ich geschrieben, habe meine Fliesentischromantik gemacht und musste noch Prüfungen machen. Oh. Da musste ich natürlich irgendwo Abstriche machen. Und wo ich Abstriche gemacht habe, weiß man ja mittlerweile. Also. Oh, lernen. Genau. Egal, was du heute hier für Einzelheiten verrätst, du kannst das Ding nicht beenden, denn ich gehe weiter meinen Weg. Ich will keinen Titel hier im Battle Rap, den kannst du da noch nehmen. Ich mache Musik, um eine ganze Jugend zu prägen. Das war klar und deutlich. Nichts mehr mit Battle. Rap wurde Beruf und heute wird hier das kommende Album Dorfdisco promoted.
Auf der Bühne von Nervosität keine Spur. Schließlich stand Finch oft genug ohne Text einem Gegner auf der Bühne gegenüber, der alles daran setzt, dich aus dem Takt zu bringen. Heute nur mit Kumpel Assi vor sehr vielen Fans. Also wenn das so weitergeht, ne, was du machst, dann stehst du ja nächste Saison nicht auf dem Festival, sondern auf Malle im Oberbayern und so. Natürlich, ey, ich bin, meine Fans sind so Säufer, die haben Bock auf so eine Mucke. Nee, mal, du fährst mal eine Saison hin oder fährst mal ein paar Wochen hin, streichst da mal ein paar Tauis ein, ja, und dann fährst du wieder runter, machst trotzdem noch dein Hip-Hop-Konzert. Wahrscheinlich ein paar 10 Tauis, so, ne? Ja, ist schon gut. Mhm. Aber klar, ist ein Traum. Hast du den Koffer gesehen? Er hat doller wehgetan, als ich dachte. Ich hätte das Ding auf Volley genommen. Ja? Aber ich will hier keine Leute verletzen. Und das ist der einzige Punkt, weshalb ich es nicht gemacht habe. Nach dem Auftritt heißt es für Bräuler und mich abwarten und Bier trinken. Denn mit Finch asozial raus zum Rauchen zu kommen, naja, das kann locker mal eine halbe Stunde dauern. So viele Fotos. Wird man nicht so ein bisschen entmenschlich, wenn man so ein Künstler ist und eine Person öffentlichen Interesses? Das ist mir doch schon sehr. Ich frage, weil Fans zwar nett sind, aber hier und da auch mal aufdringlich werden können. Story für Erf, ne? Wollen wir nochmal eben eine Story für Erf, weil man muss ja Profi sein, ne? Profi. Ist ja nicht so, dass man, wenn man besoffen ist, kein Profi mehr ist, ne? Und das Dumme ist, denk mal los. Auf der Bühne? Nein, Digga, ich war da schon oben. Fadern. Und so stehen wir beim Rauchen und reden über die wirklich wichtigen Dinge. Wie zum Beispiel Finch asozial und die Frage, warum macht man überhaupt Musik? Aber ich glaube, dass da trotzdem ein Herz schlägt, dass das aus einer inneren Motivation heraus macht. Ja. Und nicht einfach, weil es irgendwelchen Fame bringt und drei Bitches mehr, die du am Ende eh nicht willst. Ey, Finchy! Ey, willst du Fame und Bitches und drei, also willst du Fame und drei Bitches mehr oder warum machst du Rap? Das war gerade die Frage, die im Raum steht. Nee, es war keine Frage, es war eine. Ja, Rap ist das einzige Ventil, wo ich Sachen sagen kann, wo ich so auf der Straße in die Schnauze kriegen würde. Was hast du erlebt, dass du so viel Hass in dir hast? Nee, gar nicht viel. Also es ist Quatsch, jetzt zu sagen, was. Nee, ist gar nicht mehr als nicht jeder andere auch. Nicht mehr als du, denke ich. Druck hat doch jeder, Alter. Wenn es mal auf Arbeit scheiße läuft, wenn es mit der Alten mal schlecht läuft, wenn deine Mutter dich mal angebrüllt hat oder irgendein Scheiß. Jeder hat doch überall Hass und Druck. Andere lassen es beim Kickboxen raus, andere gehen auf den Acker, prügeln sich, andere machen Judo, andere spielen Darts und lassen da ihren so, weißt du? Und Battle-Rapper lassen halt durch Battle-Rap und durch Punchlines diesen Druck raus. Ja, film mich, wenn ich vom Pissen komme, du Assi, Alter. Ja, ich hab grad gepisst. Auch ein Host einer Sendung muss mal pissen gehen. Okay? Und jetzt werde ich mir ein Feuer schnorren, weil ich natürlich selber keins hab. Und dann werde ich eine rauchen. Und dann fahren wir gleich nach Hause. Toll, hast du jetzt gefilmt. Toll. Wenn man auch mal asozial ist, ist das Freiheit? Ich finde, Asozialität ist ein großes Stück Freiheit. Definitiv. Darüber könnt ihr ja mal nachdenken. Wir gucken und diskutieren die letzten Battles und dann ist auch schon bald Feierabend. Nach der Show nur noch das fast allerletzte Interview rumkriegen und naja, Fotos natürlich. Ich kann nicht mehr lachen. So. Schönen Abend noch, ja? Ciao. Bis, wir sind raus. Nein, sind wir noch nicht. Wir fahren noch nach Hause. Ey, wenn die jetzt hier kommen und tausend, weil das ist das Schlimmste, was es gibt, Alter. Wenn die nicht klarkommen, und dann die Sachen und das ist immer, deswegen bin ich immer gerne der Besoffene. Deswegen mache ich die Fahrer, weil ich immer am schnellsten ausraste. Ich hab so eine Zündschnur. Halt deine Fresse, ich battle, du Bastard! Ich werde immer übelst schnell zickig und ich werde die übelste Diva. Ich will einfach, weil du bist. Naja, du da auch, oder nicht? Ja. So wie du die Kamera hältst, bist du auf jeden Fall steif. Spaß. Battle Rap geht nicht raus aus mir. Du kannst mich aus dem Battle Rap rausziehen, aber nicht den Battle Rap aus mir, Digga. Ich bin eine Maschine, ich schwör. Es ist so deep. Wenn du das Interview online stellst, entweder wird's der Internet-Hit und die werden daraus Memes machen oder du wirst tot gehatet und wirst deinen Job verlieren. So, jetzt komm. Merkt euch meine Worte, meine Freunde. Du bist klasse. Nein, wirklich. Ich finde die Musik cool. Ich
stehe auf deine Musik, ich feier's. Zeig mal deine Muschi. Ey, das ist ein Leihwagen, Dicker. Rastet euch jetzt hier komplett. Don't be gentle, it's a rental, Alter. Ich hab sie den ganzen Tag schon. Ey! Boiler! Ja, willst du noch langsamer laufen? Ich bin Finch. Nils ist tot. Ja. So, Abfahrt. Ab zu McDonald's. Und für meine Klugscheißerei beim Kameramann gibt's sofort die Instant-Karma-Schelle. Und die Kappe nimmst du besser an. Das wurde mir ausgebrochen. Und das hat nichts mit einem Bitfestchen zu tun. Der Käse ist schon angebacken an die Verpackung. Das heißt, der liegt schon mindestens eine Stunde da hinten. Und Menschen. Ey, kommt doch hinten in die Hand eben. Safe, krank, safe, krank, AIDS, Krebs, alles. Hör auf, mit den Fingern da drin rumzuspielen. Ich hab mir die Hände gewaschen im Gegensatz zu dir. Machen wir welche auch nochmal. Nee, ich hab mir meine Finger, mein Mund. Kannst du meine Zähne auch nochmal machen? Mhm. Meine Finger, mein Mund. Was hast du gerade erzählt? Was ist das für welche? Aber ey, das ist gut, dass du mal was isst, ey. Du fällst ja vom Fleisch, mein Junge. Hast du den Dicken gesehen? Bei 2 Minuten 30, guck mal, wie der aussieht. Ihh, das stinkt bestimmt übelst nach Mayonnaise. Ey, kann man die komplett im Mund nehmen und dann so auslutschen und einfach die Knochen ausspucken, wie so ein Monster? Wie so ein Pirat, Alter. Ekelhafte Schweine. Was hat deine Mutter? Also erstmal wollen wir mal sagen, dass hier noch sehr viel zu essen steht. Und wo sind die Weiber, die das jetzt abholen? Jetzt sag doch mal. Ja, die findet, sie hat kein Problem damit. Also die weiß ja, wie ich drücke, also, und die weiß auch, wie ich es meine. Fotze hier, Fotze da ist für deine Mutter auch okay. Ja, die weiß doch, wie ich es meine. Ich war ja vorher schon so und hab ja auch vorher mal ein großes Maul und hab mal Fotze da. Du hast eben gesagt, scherzhaft? Hä, okay. Finchi? Hey, also eben, antwortest du auf meine Frage? Also, du hast eben so scherzhaft gesagt, ey, Nils gibt's nicht mehr. Nils ist tot, Finch ist jetzt am Start. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Bienen unterwegs bin, da geht Quatsch genauso dämlich scheiße wie vorher. Mhm. Oder? Also Quatsch genauso dämliche Scheiße wie vorher. Und da geht's jetzt nicht um Rap oder so, da geht's vielleicht mal kurz herum, aber dann geht's mal wieder um den Arsch von der fetten Alten da draußen. Wen hab ich denn heute kennengelernt? Finch oder Nils? Ja, ich würde schon sagen, die Kamera waren ja nicht 24-7 an. Aber selbst wenn die Kamera an waren, ich bin ja jetzt. Ich finde, das solltest nicht du beantworten. Nee? Ja, genau, das müsst ihr dir sagen. Okay, sorry. Weil, ey, war schon mit Nils. Aber klar, Finch ist halt nicht mehr auszuschalten. Aber es ist ja immer, mittlerweile ist ja schon irgendwie flüssiger Übergang. Nee. Ja, gut, aber du kannst ja auch einfach nur eine Kunstfigur sein. So. Und dann würdest du vor der Kamera irgendwas spielen. So, aber heute. So die gleiche Scheiße hätten wir gequatscht, wenn wir ohne Kamera unterwegs waren. Ja, war heute schon real. Natürlich nicht alles, aber... Wir enden jetzt einfach mal in McDonald's hier irgendwo zwischen Leipzig und Berlin. Ich sag mal so, egal ob Finch oder Nils, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Danke. Ich wünsche dir alles Gute, aber dass die Kunstfigur Finch asozial nicht überhand gewinnt und den Nils tötet. Zu spät. Ich bin der Größte. Nein, ja klar, ich glaube, da ein bisschen auf dem Boden bin ich immer noch so geblieben. Ja, auf jeden Fall, hier habt ihr ein Video. Was habt ihr hier noch? Noch ein Video. Noch ein Video? Ein Video? Und hier bin ich. Wenn er hier drückt, trefft er genau meinen Pickel und die Scheiße spritzt euch voll ins Gesicht, Alter. Also, drückt lieber aufs Video und nicht auf meinen Pickel. Wir sehen uns, meine Freunde, es war lustig. Peace. Ja, Mann! Mama kommt. Ja, Mann!